Saubere Energie aus sauberem Wasser. Das hat sich das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG zum Ziel gesetzt. Einen großen Beitrag dafür wird das neu gebaute Wasserkraftwerk Rotgülden in Hintermur ab 2022 leisten. In den vergangenen Monaten wurde das Kraftwerk im Lungau neu gebaut. Ja, wir haben im Frühjahr diesen Jahres begonnen. Bei dichten Schneetreiben und ähnlich enden auch die Arbeiten jetzt wieder und haben den ganzen Sommer genutzt, eben, um über 2 Kilometer Rohrleitung herzustellen und den Großteil in der Straße zu verlegen. Wir haben das alte Krafthaus bereits abgebrochen. Jetzt, wir haben das Wohnhaus dort, das beim Krafthaus zugehörig war, abgebrochen und das neue Krafthaus errichtet, samt Unterwasserkanal und allen zugehörigen baulichen Teilen. Im Dezember konnte noch der letzte Meilenstein für dieses Jahr erreicht werden. Die neue Rohrleitung wurde erfolgreich mit Wasser geflutet und auf Dichtheit getestet. Am 6.12. in der Nacht haben wir die Druckprobe durchgeführt und mit 40% über dem Standarddruck die Rohrleitung abgedrückt. Das heißt, man hat einen entsprechenden Sicherheitswert aufgeschlagen, um sicherzugehen, dass die Rohrleitung auch seltenen Betriebszuständen standhält und allen anderen Belastungen. Schon in wenigen Monaten wird das Wasser aus dem Plölitzenspeicher in sauberen Strom umgewandelt. Wir wollen im Mai mit dem Probebetrieb starten und dann mit Juni eigentlich das erste Drehen, das erste Mal Strom einspeisen und dann ab 30.06. regulär im Betrieb sein. Das neue Wasserkraftwerk Rotgülden im Lungau liefert dann rund 4 Gigawattstunden sauberen Strom für die Region.